Hey, ich bin Chiara. Hey, ich bin Xenia. Hi, ich bin Helen. Und wir stellen euch heute unser Auslandssemester in Spanien vor. Ich habe mich entschieden, im fünften Semester ein Auslandssemester zu machen. Und dabei habe ich mich in den ganzen Partnerhochschulen informiert, was die für Kursangebote haben, und bin letztendlich in Spanien in Vigo gelandet. Ich habe mich an der Universität in Vigo beworben. Vigo liegt an der Westküste von Spanien. Bei dem Bewerbungsprozess standen Frau Buchinger und das International Office eigentlich jederzeit zur Verfügung. Sie haben alle Fragen beantwortet und haben uns bei allen Problemen und Dingen unterstützt. Das Auslandssemester lief über das Programm Erasmus. Und jeder Student, der sein Auslandssemester innerhalb von Europa macht, bekommt diese Förderung und dieses Stipendium. Bevor es dann nach Spanien losging, habe ich mich mit Chiara und Helen noch darum gekümmert, eine Wohnung zu finden. Dann hatten wir bereits vor unserer Anreise eine Wohnung. Zusammen mit Xenia und Chiara haben wir uns mit dem Auto auf den Weg nach Vigo gemacht. Das waren über 2000 Kilometer und wir haben einen kleinen Roadtrip daraus gemacht. So haben wir auch schon von Anfang an Spanien kennenlernen können und haben auch in ein paar Städten davor schon Halt gemacht. Das Leben in Spanien war ganz anders wie in Deutschland. Wir hatten den Strand direkt vor der Haustür und das Leben war an sich viel entspannter. Das Leben dort war sehr, sehr schön. Ich habe sehr viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt und konnte dann auch viel unternehmen. Um Vigo herum kann man viel anschauen und auch viel sehen. Und auch nach Portugal war der Weg nicht weit, dass wir auch dort in Lissabon und in Porto waren und uns auch noch ein anderes Land angeschaut haben. Während wir in Spanien waren, hatten wir eine super Betreuung von Hochschule Esslingen, aber auch von der Uni selbst vor Ort und konnten somit bei Fragen jederzeit jemanden erreichen. Da auch das Erasmus Student Network ESN in Vigo sehr gut verbunden war und es gab fast jede Woche Aktionen und Events, wo man sich getroffen hat und neue Freunde kennenlernen konnte. Mein persönliches Highlight war es, dass ich in Spanien am Meer gewohnt habe, meine erste Auslandserfahrung gemacht habe und ganz viele neue Freunde kennengelernt habe. Meine Highlights waren das Leben am Meer, dass man immer mit dem Auto oder mit dem Bus schnell ans Meer fahren konnte und vor allem die Sonnenuntergänge, die man entweder auch am Strand anschauen konnte oder von einem Berg, wo man einfach eine wunderschöne Aussicht hatte. Mein persönliches Highlight am Auslandssemester war auf jeden Fall, die spanische Kultur kennenzulernen und mein Spanisch zu verbessern. Gleichzeitig habe ich auch viel von dem Land gesehen und konnte viel rumreisen. Wir hoffen, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick von unserem Auslandssemester bekommen. Und macht vielleicht demnächst auch ein Auslandssemester. Alle Infos dazu findet ihr auf der Homepage der Hochschule Esslingen.